Und wenn ich jeder sage, dann meine ich jeder. Da ist ja fast niemand mehr. Aber ganz ehrlich, was soll ich hier machen? Wie soll ich die Anbindung schaffen? Hier kannst du reinfahren und bist direkt da. Hier kannst du rausfahren. Hier kannst du aus der anderen Richtung reinfahren. Das Problem ist natürlich, du kannst von hier aus da raus, aber kommst hier nicht raus. Du kommst nicht wieder auf die andere Straßenseite. Das ist natürlich ein Problem. Aber auch das lässt sich doch mit Leichtigkeit lösen. Komische Autobahneinfahrt. Ich würde da nicht reinfahren. Es wirkt mir ein bisschen gefährlich. So, es ist natürlich die Frage, nutzen die Autos das? Es wird natürlich nicht sofort passieren, weil die sind momentan noch in die Richtung hier fokussiert. Na. Dass Bäume und Lärmschutzwände den Verkehrslärm reduzieren. Ja, was du nicht sagst. Wir haben doch genug Bäume. Also im Ernst. Hier hat's gebrannt. Und ich habe ihn vorhin schon gesehen. Hier passt's nicht. Jetzt passt's. Jetzt ist die ganze Sache auch erreichbar. Wenn es hier brennen sollte, wird es zwangsläufig irgendwann, wenn ich nichts hinbaue. Zack. Klein, aber fein. Gelöstes Problem. Hier ist gar nichts gelöst. Und da ihr eh alle auszieht, mache ich es euch mal leichter. So, es verändert langsam die Farbe. Ich meine, wie viele soll ich denn da hinbauen? Seid ihr des Wahnsinns? Wisst ihr, was das kostet? Wisst ihr, was das Kosten sind? Na gut, sorgt für ein paar Arbeitsplätze. Der Feuerwehrmann spielen will. Jetzt ist eure Zeit. Jetzt ist eure Zeit hier. Aber ansonsten, also... Boah. Die Strecke hier scheint was gebracht zu haben, wollte ich eigentlich sagen. Halt nur für Rechtsabbieger. Und für da hinten. Sobald es den nächsten fetten Stau hier gibt, überlege ich mir was Neues. Momentan kommt er nicht zustande. Und damit ist es in Ordnung. Oh. Hier werden die Busse gut beladen. Oh, Mann. Hier entsteht auch kein Stau. Menschenklone eignen sich hervorragend für die Laborarbeit. Natürlich. Absolut. Ein Gebäude ist abgebrannt. Da hinten das Mini-Ding. Aber ihr werdet eigentlich ganz gut bedient, muss ich euch sagen. Besonders, weil hier halt eine steht. 50 Meter davon entfernt steht eine Feuerwehr. Nein, wir können das nicht erledigen. Gar keine Chance. Wie soll das auch funktionieren und so, ne? Und ich denke mir so, ja, weckt mich. Okay. Die nächste dreispurige. Direktverbindung hierüber. Nächste dreispurige.
Direktverbindung hier rüber. So. Was wir hinbauen, sollte klar sein. Wohngebiete. Und zwar nicht zu knapp, mein Freund. Sorgen für mehr Arbeiter. Und dann floriert das Ganze hier auch besser. So, hier noch ein bisschen was hin. Sehr schön. Wasser mal wieder, wie immer. Kennen wir ja schon das Problem. Alle wollen sie immer Wasser. Alle wollen was von einem. Sollen sie zufrieden geben. Sollen ihren Eimer nehmen. Und keine Ahnung, wohin dackeln. Da unten hat es einen Fluss. Gut, die von der Seite haben ein kleines Problem. Ist halt Scheißwasser, aber... Mein... Das alles kriegen sie nicht. Auswandern. Haben sie ihren Geldbeutel verloren? Nee, habe ich nicht. So. Die Ausfahrt wird genutzt zumindest von denen. Ganz logisch. Müllabfuhr. Ich habe die Müllabfuhr, klar, ich habe sie auch da oben. Aber die Müllabfuhr, die von unten kommt, also von hier, wollte ja irgendwie dahin. Konnten sie vorher auch. Sind hier rübergefahren. Konnten aber nicht, nein. Sind sie also außenrum. Da habe ich das hier gebaut. Konnten rein, konnten aber nicht mehr raus. Jetzt habe ich auch noch rausgebaut. Wunderbar. Läuft gut. Trotzdem habe ich viel zu wenige Arbeiter da. Ja. Ich bin begeistert. Nicht. Nicht mal ansatzweise begeistert. Es kommen keine Autos. Es kommen einfach keine Autos. Das ist ein kleines Problem gelöst. Aber wenn keine Autos kommen, kommen keine Arbeiter. Und kommen keine Arbeiter, naja, du kennst ja. Nächstes Wohngebiet hier hin. Natürlich. Aber dieses Mal Vorstadt. Das heißt klein, aber fein. Die machen wir alle ganz gerade. Nein, nein, nein. Da kann auch ein bisschen mehr Platz dann sein. Alles schön gerade hinziehen. So, das wird doch langsam was. Okay, das ist ein bisschen viel Abstand. Das dürfte erstmal reichen. Dann ziehe ich am besten mittendrin eine durch. Eine Linie. Oder an der Seite. Mittendurch. So. Und als nächstes brauche ich Strom. Das heißt, ich muss von... Das ist zu verbinden, war ja auch nicht. Totaler Käse. Wofür? Ganz ehrlich, wofür verbinde ich das? Uns hätte es ja die Linie gegeben. Das produziert für, ich weiß nicht, für wen und für was. Es ist auf jeden Fall aktiv. Es ist dunkelblau. Heißt, es steht außer Frage, dass es funktioniert. Und damit gebe ich mich zufrieden. Ich glaube, ich werde hier anzapfen. Dankeschön. Oh Mann, das wird lang. In Deutschland würden sie sich schon wieder beschweren. Und sagen, wir können die Leute nur sowas hinbauen. Da denkst du dir halt auch, ja, wie kann man nur sowas hinbauen. So, Gebäude. Kleiner Wohnraum. Alles voll Pflastern. Noch können die Leute nicht hierher. Sollen sie auch gar nicht, sonst haben sie nämlich das Problem mit dem Wasser. Sonst habe ich dieses Problem mit dem Wasser. Denn immer ist der Bürgermeister schuld.
Immer. Auch wenn er schuld ist. Na, na, na. Ich baue mir meine kleine Stadt zusammen. So. Bisschen arg viel Abstand. Hm? Na, eigentlich nicht. Wenn es dörflichen Charakter haben soll. Oder Vorstadtcharakter. Dann ist es meiner Meinung nach in Ordnung. So, jetzt brauche ich eine Autobahnauffahrt. Ja, sag mal einer. Die haben wir hier. Nein, die haben wir hier. Direkt von hier aus ziehen. Irgendwo ja, irgendwo nein. Was für eine tolle Stadt. Ich weiß. Habe ich ja auch gebaut. Nicht so rum. Bestimmt nicht. Dann versuchen wir es so rum. Yep, das funktioniert. Also, Einfahrt wäre gebonkt. Ist die Ausfahrt noch dran? Die Einfahrt muss aber auch von der anderen Seite möglich sein. Heißt für mich, einmal hier entlang. Und einmal so. Sieht super hässlich aus. Naja. Jetzt kann man von da raus und von da raus. Da muss man natürlich auch wieder rüberkommen. Hier ist die Einfahrt von der Autobahn. Warte mal. Dieses Stückchen baue ich hier weg. Und auch eine dreispurige Straße hin. Yeah. Weil es so geil ist. Zack. Was, die ist zweispurig? Ja, verdammte Scheiße. Dreispurig. Mit Bäumen außen. Lärmschutz, ne? Ihr wisst schon. Ich hab gehört, das soll helfen. So, vorerst sollte das reichen. So, und hier würde ich sie gerne hinfahren. Autobahn? Natürlich nicht. Geht nicht. Warum auch? Lalala. Leck mich doch am Arsch. Geht doch. So schwer ist es nun wirklich nicht. So, und dann nehmen wir die Straße hier und verbinden sie. Nehmen die Straße und verbinden sie. Nehmen die Straße und verbinden sie. Und 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 zack. Schon wäre das auch erledigt. So, jetzt müssen die Leute nur noch rauskommen wieder. Und wie leitest du sie raus? Du nimmst sie in die Autobahnauffahrt. Wie? Dann haust du zum Beispiel hier hin. Ja, wunderbar. Natürlich nur noch das Problem, wenn du gar nicht dahin willst, was machst du dann? Gefälle zu steil, jetzt nicht mehr. Aber vielleicht willst du ja dahin. Hat es bereits belegt, 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 jetzt nicht mehr. So, jetzt muss ich das Ganze mal checken. Ich komme von hier. La 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 la. Ich möchte hier rüber abbiegen. Na 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 na. Ich kann hier rein. Alles kein Problem. Wenn ich raus war, kann ich hier rüber. Wieder zurück. Wenn ich von hier komme, kann ich auch da rein. Und fertig. Passt. Okay. Jetzt müssten die Leute nur noch kommen. Und vor allen Dingen sollte ich Wasseranbindung machen. Und zwar dringend.
Ganz dringend, ganz dringend. Wo kommt das nochmal her? Ich habe keine Ahnung mehr. Ja, 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 Strom kommt gleich. Wobei, das könnte ich direkt lösen. Na, eigentlich nicht. Sobald sich die Häuser halt hingestellt haben, ist der Strom auch da, dann da. Ja, eins nach dem anderen. Das ist mir jetzt total Wumpe. So, das sollen jetzt alles kleinere Häuser werden. Haben wir auch mehr Abstand. Ich hoffe, das wird einigermaßen aussehen. 566 noch. Hat er auch schon mal mehr. So, und hier machen wir so kleine Teile hin. Und zwar solche. Ohrstöpsel. Ah, wirklich. Frechheit. Wie soll ich euch Strom liefern? Überlegt mal, Leute. Ihr müsst erst eure Häuser hinbauen. Dann verbindet sich das Ganze. Und dann kann ich euch Strom hinstellen. Vorher wird das nix. Weil das nämlich alles zusammenliegt. Ja, ja. So, jetzt schauen wir mal, dass wir auch hier noch Wasser durchkriegen. Hier. Und hier. Und hier. Hier und hier. So. Die ziehen ihre Gebäude hoch und haben direkt schon ihren Strom. Buhu, ich habe nicht genug Strom. Ich will hier nicht wohnen. Weil nicht. Noch wohnt da noch nicht mal jemand. Da wohnt noch nicht mal jemand. Die sollen bitte hier möglichst schnell hochziehen. Das wäre ganz lieb. Ich brauche jetzt den Strom hier rüber. Ich könnte ihn kurzzeitig, könnte ich ihn die Zulieferung. So, bitteschön. Kurzzeitig. Nur kurzzeitig. So. Das reiße ich nachher wieder ab, dann wird es nicht mehr gebraucht. So, hier sind wir auf dem Land. Kriege ich vielleicht auch die Leute noch her. So, die haben einfach zu wenig Arbeiter. Na, da klingelt mein Handy. Schau mal einen an, der Alarm. Ich soll zur Arbeit gehen. Nee, jetzt noch nicht. 10 Minuten sind es noch. Ich sollte hier auch noch eine Polizei hinstellen. Das darf ich nicht vergessen. Das darf ich nicht vergessen. So, eine kleine Polizeistation. Feuerwehr, ganz wichtig, nur mir fehlt das Geld jetzt. Das ist nah genug dran, wie mir scheint. Ja, sie haben sich verbunden. Ach, ist das nicht schön. Jetzt dürfte in Kürze eigentlich ein riesen Ansturm an Fahrzeugen hier kommen. Oder von der anderen Seite. Und mir hier mega reinziehen. Was ich vergessen habe. Wenn ich von hier fahre, komme ich nicht da rein. Autobahnauffahrt. Die Frage ist, wie baue ich die am besten? Ich habe keine Ahnung.
So. Komm. Ist halt noch eine weitere Kreuzung. Ne? Aber eigentlich... eigentlich nicht. Sorry, Leute. Das kann ich so nicht stehen lassen. Das führt zu noch mehr Verkehrschaos. Ich baue das... na, hier raus. Dann hier hoch. Und hier runter. Das ist in Ordnung. Ja, es passt so. So, mal ganz kurz zwischenspeichern. Und weiter geht's. Was ist nun mit der Müllabfuhr los? Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Dreispurig mit Bäumen. Bauen wir jetzt noch ein gutes Stück hier hoch. Und fürs Erste muss ich da oben einmal Müllabfuhr. Ne, mir kommt nur noch eine Müllverbrennungsanlage ins Haus. Eine Mülldeponie. Oh, warte. Ist halt günstig. Aber bescheuert. Und momentan sind die angeschlossen ans ganze System. Aber theoretisch sind sie überall angeschlossen ans System. Und trotzdem klagen sie. Ja. Nie kannst du es ihnen recht machen. Nie. So, die Nachfrage dürfte jetzt von allem hier sinken. Außer von Industrie. Und da haben wir hier noch ein paar nette Plätzchen. Die gerne bewohnt werden dürfen. Oder bebaut. Dass ich den Scheiß dann immer abreißen muss. Weil die es nicht hinkriegen. So, haben wir noch eins. Hier haben wir noch eins. Mehr sehe ich gerade nicht. Doch, da hinten. Das hier. Okay, und schon bauen sich neue hin. Da mal wieder welche. Die beiden hier. So. Dürfte eigentlich momentan alles gesättigt sein. Sieht man auch hier. Es baut sich nur langsam. Weil die Nachfrage riesig, wird das natürlich hochschießen wie sonst was. Und das dauert jetzt einfach. Und dann dürfte hier deutlich mehr Arbeiter hinkommen. Aber ich könnte den Leuten auch eine Schule noch hinstellen, ne? Eigentlich habe ich allgemein viel zu wenig Grundschulen. So gefühlt zumindest. Strom braucht die. Klar, braucht Strom. Natürlich. Shit. Oh, guck dir das mal an. Viel zu große Nachfrage im Verhältnis. So, das sollte fürs Erste helfen. Zumindest Grundschule. Uni und dergleichen kommt danach. Wenn das Geld wieder da ist. Hätte auch nicht gedacht, dass mir das Geld mal wieder ausgeht. Aber ich investiere halt viel. Nee, das reiße ich den momentan nicht ab. Eins nach dem anderen. Das dürfte sich in Kürze verbinden. Im reduzierten Betrieb. Sind das alle Studenten oder die, die hier drin sind? Also was heißt Studenten? Das müssten ja Grundschüler heißen. Aber nehmen wir an, sie haben es falsch geschrieben. Setzen wir es lieber hier hin. Was? Wieso? Unglücklich. Unglücklich. Die haben eine Schule hier hingebaut. Das geht so nicht. Das akzeptiere ich nicht, eine Grundschule. Absolut inakzeptabel.
Muss ich nicht kapieren, oder? Was? Say what? 299 auf 300. Ich sehe hier rein gar keinen. Warten wir erstmal ab. Eins nach dem anderen. Busverkehr hat hier keinen. Lalala, weil ich so lustig bin. Ne, hier sind wir falsch. Hier sind wir richtig. Ich dachte schon. Gut, wo habe ich die Grundschule jetzt gerade hingestellt? Die habe ich hier hingestellt, ne? Dann stelle ich hier einfach mal einen Bus hin. Und der fährt dann da hoch. Da hoch. Dahin. Und dann fährt er dahin. Und dann fährt er hier runter. Ist natürlich super dämlich. Und zwar irgendwo... ein bisschen arg lang. Hier hin. Und dann fährt er hier hin. Und dann hält er einmal hier. Und dann fährt er in die Stadt. In die Stadt, da ist es schön. Lalalalalala. Und zwar erstmal hier hin. Und dann fährt er hier hin. Und dann fährt er hier hin. Und dann fährt er hier hin. Und dann irgendwo hier hin. Und das wird natürlich die super Explosion an Verkehr. Hier hin. Das muss ich mir überlegen. Eigentlich müsste er jetzt wieder hier zurückkommen, ne? Das sollte theoretisch jetzt kein Problem mehr sein. So, dann kann ich noch eine zweite Buslinie machen. Neue Buslinie. Die fährt direkt in die Stadt. Hält am besten irgendwo hier. Und hält dann irgendwo hier. Und hält dann irgendwo... Na, hier haben wir schon eine. Ich will keine zweite eigentlich. Aber das ist mir direkt an der Kreuzung. Das ist mir zu viel des Guten. Und dann fahren wir und fahren wir und fahren wir und fahren bis hier hin irgendwo. Kurz vor der Kreuzung nach Möglichkeit immer. Dann hier bei der U-Bahn-Station. Dann würde ich gerne zur Ausnahme mal hier runter. Hier fährt nämlich kein Bus. Schau mal einen an. Sachen gibt's, hier gibt's gar nicht. Dann hier rüber. Dann hier hin. Dann wieder kurz vor der Kreuzung. Hier ist eh schon sau viel Verkehr. Wo sind wir denn momentan? Wir sind da oben. Dann bauen wir noch hier eine hin. Na, wir bauen hier eine hin. Und dann... schließen wir das Ganze hier ab. So, sollte doch helfen. Und so kommen die Leute in die Stadt. Nicht genügend Arbeiter. Toll, was soll ich machen? Chillt euch. Müllberge, die entstehen. Und ich habe genügend Kohle. Das ist gut. Ja, das ist noch mit drin. Direkt gebaut. Wasser natürlich. Kann ich nachvollziehen. Bauen wir direkt der Straße entlang. Zack, sollte sich gleich erledigt haben. Nehme ich an. Ja, sehr schön. Also hier macht ein Laden nach dem anderen dicht. Ich reiße euch momentan nicht ab. Das könnt ihr nachher selber machen.
Was immer denn. So. Sieht doch idyllisch aus. Jetzt kann ich den Scheiß hier auch wieder abreißen. So ein Kack muss man nicht in der Gegend rumstehen haben. Sehr idyllisch. Vorerst. Bis ich euch hier ein Atomkraftwerk hinstelle. Habe ich Atomkraftwerk gestaltet? Ach, ich meinte Bildungsanlage. Bildungsanlage, natürlich. Ja. Wie sieht's denn da oben aus? Eigentlich ganz gut. Erschlossen ist es, nur hingezogen ist niemand. Nachfrage ist halt super niedrig momentan. Also die Nachfrage ist schon verhältnismäßig. Ja, das interessiert niemanden. Schon relativ hoch, glaube ich. Sonst würden die ganzen Teile nicht gebaut werden. Nur ich decke die Nachfrage. Sobald das Teil zu hoch zieht, decke ich die Nachfrage nicht mehr. Und das ist der Punkt. Die ziehen ja hier auch nicht weg. Weil ich nicht... Weil sie nicht genügend produzieren. Bis wir nicht genug Umsatz dadurch machen. Weil sie nicht genug produzieren dürfen. Weil es niemand kaufen würde. Sein Punkt ist der, die Arbeiter kommen nicht hierher. Und das ist natürlich ein Schneeballeffekt. Kommen die Arbeiter nicht her, können die nicht produzieren, machen also dicht. Gibt's nicht genug zu kaufen, gibt's nicht genug zu kaufen, dann, ja. Wollen keine Leute kommen. Kommen keine Leute, ne? Ihr wisst. So, vorerst mal den ganzen Scheiß abgerissen hier. Ja, für Kranke brauche ich ja, denke ich mal, hoffentlich nichts. Feuer, also... Wie viele soll ich da eigentlich hinstellen? 100? 2000? Eine Million? Das sind halt auch Folgekosten. Wenn die da stehen, ja, und nichts zu tun haben, kosten Feuerwehrleute eben trotzdem Geld. Ja, so sieht's aus. So, da fährt auch schon mein Bussystem. Momentan noch in aller Seelenruhe hier durch. Also das ist doch wunderbar. Die Leute ziehen ein. Langsam wird's was. Kann ich schon wieder das nächste abreißen. Was soll ich machen? Leute, was erwartet ihr? Kann ich zaubern seit neuestem oder was? Ihr müsst halt ein bisschen geduldiger sein. Die Leute werden schon kommen. Ein bisschen mehr Geduld. Das Problem ist ja halt vornehmlich hier in dem Bereich. Was? Niemand holt euren Müll ab? Was? Hier ziehen mir die Leute aus. Wieso? Nicht genügend Arbeiter. Ja, dann abwarten halt, ne? Es kommen doch Leute. Es ziehen ja hier welche ein. Nur, hä? Ich kann nicht zaubern. Ihr hättet halt noch nicht euer Geschäft eröffnen sollen, wenn keine Arbeiter kommen. So, geben wir hier mal ein bisschen Tempo. So, Zeit für mich zur Arbeit zu gehen. Und zwar in echt. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.